ist cool. Warte. Das ist cool. Das ist richtig cool. Mach hin, komm, mach hin. Wir fahren hier los am Straßenbahnmuseum die Zwickauer Straße lang, wo einstmals über 800 Fabriken standen, große, mittlere und kleine. Gerade hinauszuwandern, eher noch kleinere Fabriken im Hintergrund. Wir haben hier auf der rechten Seite natürlich auch noch eine Brauerei gehabt. Klar, wenn die Arbeiter noch durchstanden, dann mussten die mal noch um die Ecke gehen und sich was Kühles Blondes holen. Ja? Aber hier waren dann auch größere Fabriken noch vorhanden. Da sehen wir vorne auf der linken Seite noch eine. Das sind die Wandererwerke. Johann Baptist Winkelhofer und Adolf Richard Jenicke haben zunächst in der Innenstadt von Chemnitz eine kleine Reparaturwerkstatt für Fahrräder errichtet. Sie haben an Fahrrädern gebastelt, die weiterentwickelt. Sie haben dann später selbst welche gebaut, Fahrräder, um dann noch später auch Motorräder, Autos, Fräsmaschinen, Schreibmaschinen und Addiermaschinen. Man hört auch immer wieder, dass hier oben, oberhalb, das waren die Wandererwerke, ne, wenn wir jetzt durch die Brücke fahren, das ist nicht ganz korrekt. Das waren die Industriewerke in Chemnitz. Die sind aus den Wandererwerken hervorgegangen. Ganz Gelände voll. Heute ist übersichtlich nur noch das, was rechts hinter mir zu finden ist. Wird als Messe Chemnitz genutzt. Und die vier Türme, wissen Sie noch, was das gewesen ist? Genau, ne? Für die Flugzeugmotoren, die wurden hier getestet. Und da sind die eigentlich zum Schallschutz da gewesen. Ich habe mir aber sagen lassen, ich habe es selber nie erlebt. Das stimmt irgendwo davon. Sie wollen jetzt einen Blitzer sehen. Wir haben aber leider nicht Blitzen gesehen. Nein, das brauchen wir nicht. Aber nee. Aber das Industriemuseum in Chemnitz, da komme ich gerade her. Wir sind über 320 Jahre Industriegeschichte zu finden. Vom ältesten Exponat, einem Halbwertfaktor, bis zu ganz neuen Maschinen. Am Donnerstagabend ist hier eine neue Sonderausstellung eröffnet worden, das Herz von Chemnitz. Und ich muss sagen, diese Ausstellung hat mich mitten ins Herz getroffen als Gästeführer, Schwerpunkt Industriegeschichte. Ist mir genau hier richtig. Dazu kommt die Dauerausstellung und über 2500 Werke expressionistischer Kunst, die hier zu finden sind. Jetzt habe ich was von Feuerwerk gehört. Sind die draußen? Nee, ne? Es ist nur die Feuerwache zu sehen. Auch die Süffel zu sehen. Auf der einen Seite gibt es eine historische Straßenbahn entlang, auf der anderen Seite sieht man die Feuerwehr. Das ist auch ein wunderschönes Ensemble. Richard Möbels, der zweite Stadtbaurat in Chemnitz, hat dieses Ensemble hergestellt. Die Feuerwache und Stadtleiter. Ungefähr zur Jahrhundertwende, vom 19. zum 20. Jahrhundert. Hier ist das fertiggestellt worden. Der Haltplatz einer Plätze in Chemnitz. Ich will gar nicht drüber nachdenken, die große Brücke. Eine der schlechtesten Brücken in Chemnitz. Ich will nicht mehr drüber nachdenken. Insbesondere wenn Sie nur noch vorne ist, ich halte nach links und rechts. Und die Entscheidung können Sie gelegentlich nicht treffen. Ja? Da müssten wir aussteigen und schieben, ja. Die Pinguine an der inneren Klosterstraße. Jetzt ein großes Kinderfest in der Stadt gewesen. Da muss man von den Berichterstattungen als Abriss hingehen soll. Ob hier in der Innenstadt, ob zum Straßenbahnfest oder zum Springbrunnenfestival. Ja, das heißt, da können die kulinarischen Genüsse noch zu sich nehmen. Ich habe es nie geschafft, über ganz unterwegs. Heute mal versammelt.
Fahrzeug. Was wir hier auch haben, eine verältesten Häuser hier in der Stadt, das ist ein Art. Alte Leinewebehäuser auf einem Fesselweg. Ich habe die Bahnsteig direkt rein, zum Flug noch sehen. Ja, komm mal rein. Sie kommen rein. Na klar. Dann gucken wir uns doch mal direkt an. So, hier die da hinten, da hockt jetzt da besonders schön, ne? Haben wir so irgendwie vorgefahren. Wobei mir bei den Bussen immer wieder auffällt, die Busfahrer früher und die, die das jetzt fahren, die brauchen auch kein Fitnesscenter. Da braucht man schon eine Vermutung, das ist in Oberauf. Geht. Geht? Ja, ich weiß nicht. Bei denen geht's? Also ich war zumindest mit viel Respekt gefüllt. Ich bin letzte Woche schon mit dem Oldtimer gefahren, mit so einem Schlenki. Ne? Wie der sich durch die Kurven gezimmert hat. Ja. Ne? Und vorhin, keine Ahnung wie der Bus hieß, der Weiße mit dem grünen Streifen. Der hat keine Länge. Innen und außen. Ich weiß gar nicht, was sie im Moment machen. Irgendwas haben sie wieder vor. Aber im Moment wird halt in Chemnitz gebaut. Das Wohnzimmer der Stadt Chemnitz, der Theaterplatz mit seinen vier Räumen, da kann man sich gar nicht richtig vorstellen, dass das einstmals der Kuhang an der Stadt war, vor den Toren der Stadt. Weil der Rote Turm, das ist ja ungefähr die Grenze, das heißt nicht schwer, aber in der Stadt. Das Kaufhaus Schocken, das ist tatsächlich von der Architektur her ein Kleingut, was wir haben. Erich Mendelssohn, einer der renommiertesten Architekten seiner Zeit, hat es gebaut. Und hier, jetzt muss ich mal gucken. Das Karl-Marx-Monument. Einmal will ich zumindest das offiziell nennen. Der hat keinen Hut mehr auf, ne? Ja, aber sie würden bei den Temperaturen auch keinen Hut aufsetzen. Ja, nicht klar, ist da festgehalten. Ja. Der hat einen Hut vor uns gezogen. Das ist schon wahr. 1143, so rum, wurde das Marktrecht erneuert. Das heißt, es gab es vorher schon und das ist gelungen. Jetzt will ich mal versuchen, Ihnen was Neues zu erzählen zum Hotel Dorint. Größtes Wohngebäude der Stadt, wissen Sie. Aber haben Sie schon mal die große und die kleine Stadthalle sich betrachtet? Die große Stadthalle haben wir hinten, wir sehen es dann gleich, das sind diese Betonsteine. Das sind rechte Maschen eines Gestricks. Wenn man von oben drauf guckt, sieht das Ganze aus wie eine Schraubgruppe. Das eine ist eine Gebäude- und Textilarbeiter der Stadt, das andere die Maschinenbauer der Stadt. Finde ich eine schöne Sache. Da haben die Pinguine wieder, die wir sehen. Zum Eingang der inneren Klosterstraße. Da müssen Sie mal nachgehen, da los. Und Sie merken es schon. Schwuppdiwupps sind wir wieder da. Wissen Sie übrigens, warum das Kaplertreer heißt? Napoleon ist schuld. Da sind seine Truppen durch und zu dem Zeitpunkt hat es geregnet und die haben sich auf den damaligen Feldern das rausgesucht, wo es trocken war. Auf das sumpfisches Gelände, da haben wir den Kappelbach hier um die Ecke. Und deshalb dieser Straßenverlauf. So, jetzt komme ich zu meiner Werbeeinheit. Ich bin ja heute hier vom Verein der Gästeführer Chemnitz. Wir unterstützen das Straßenbahnmuseum, weil wir uns gedacht haben, naja, wenn hier vorne jemand etwas erzählt, sind möglicherweise die Spenden, die wir ja einsammeln, ob das jetzt für die Dresdner ist oder für die Chemnitzer Kollegen im Straßenbahnmuseum, etwas höher. Wir sind vom Verein der Gästeführer, ich also auch. Ne? Nicht, dass Sie denken, ich spreche von mir in der dritten Person. Wenn Sie wollen, können Sie gerne Werbung von uns mitnehmen. Wir haben dieses Jahr zur 875-Jahr-Feier uns überlegt, dass wir den Chemnitzern auch etwas schenken. Jeden Monat eine kostenlose Führung. Ich habe da entsprechende Werbung mit, können Sie einstecken. Und es hat jeder mal seinen 25. Geburtstag oder eine Familienfeierlichkeit oder was auch immer. Da kann man uns natürlich gerne benutzen, um durch die Stadt zu gehen, zu fahren, Vorträge zu hören oder sonstiges. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Genießen Sie das Straßenbahnfest noch. Auch einen herzlichen Dank an den Busfahrer.
hinterher passiert durch die Stadt, durch die vielen Umleitungen und Baustellen gefahren ist. Aber heute ging es ja. Heute ging es. Wir hatten nicht einmal große Probleme mit den roten Ampeln. Normalerweise ist Chemnitz so, ja. Das ist ein Ja.